Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Planet Base, hier bei Heisenberg Zockt. So, jetzt wird's lustig, jetzt gehen wir auf den schwersten Planeten. Und der ist schwer, das könnt ihr mir glauben, das weiß ich noch, als ich den zum ersten Mal gespielt habe, da um 2015 rum, 16, ich weiß auch nicht mehr genau. Also, wir machen ein neues Spiel, da haben wir ihn, Klasse M, überwältigend, ja, überwältigend ist wahrscheinlich nicht schlecht gesagt. Klasse M, Mond eines Gasriesen ohne Atmosphäre, sehr anfällig für Meteore und Sonneneruption. Da haben wir sie, die Eruption, unterstützt keine Windturbinen. Also wir müssen tatsächlich mit Solarmodulen auskommen. Das ist natürlich, ja, ich werde es gleich sagen. Eigenschaften, Menge des Lichts, hoch, Solarmodule arbeiten auf voller Kapazität, sehr gut. Dichte der Atmosphäre, keine, nicht geeignet für Windturbinen. Sonneneruptionsrisiko, hoch, Meteorrisiko, hoch. Ja, das heißt jetzt natürlich, wenn wir keine Windturbinen haben, dann können wir sozusagen in der Nacht keine Energie generieren. Weil ja, die Solarmodule arbeiten natürlich noch tagsüber. Das heißt, wir müssen tagsüber so viel Energie ansammeln, dass das für die Nacht auch reicht. Weil ein Energieproblem ist natürlich auch dahingehend schwierig oder problematisch, weil sie da nicht trinken können. Und wenn wir Pech haben, haben sie keinen Sauerstoff. Das heißt, die Leute ersticken oder verdursten, je nachdem. Gut, starten wir mal. Kann ich, wenn ich hier... Das sieht so aus, als hätten wir hier ein bisschen mehr Platz. Ja, auf der Seite. Weil, je weiter man kommt, desto weniger Platz hat man natürlich auch. So, wir gucken mal. Ja, da landen wir. Da hinten haben wir noch irgendwie sowas Saturn-ähnliches. Zumindest hat es einen Ring. Und jetzt wäre ich froh, wenn wir einen Sanitäter dabei hätten. Ist das beim allerletzten Planeten, dass da der Sanitäter fehlt? Weil das ist natürlich schwierig, wenn man da mit Minen arbeitet. Da muss man relativ früh schon eine Sanitätsstation bauen und vor allem einen Hafen, also so eine Raumdingens, damit dann eben Sanitäter sozusagen neu dazukommen kann. Wir haben aber einen. Ach, und wir haben einen Robby. Okay, ist, würde ich mal sagen, die übliche Belegschaft. Und ja, Platz haben wir auch. Okay, wir haben sogar genug Platz, denke ich mal. Gut, womit fangen wir an? Ich würde sagen, mit einem Sauerstoffteil. Das hätte ich gerne mal, sagen wir mal hier. So, da können sie anfangen. Dann brauchen wir ein Solarmodul. Da mache ich gleich mal die große, das große Teil hin, auch wenn wir natürlich mit den Eisen aufpassen müssen, weil wir sind wie gesagt darauf angewiesen, dass wir genug Energie generieren. Und ich mache gleich mal entweder mal ein zweites oder nee, wir müssen die Energie sammeln. Das ist der Punkt. Wir müssen die konservieren für die Nacht. Machen wir es mal so. Jetzt bin ich hier aber schon relativ mutig unterwegs, das weiß ich. Wir brauchen natürlich noch einen Eingang. Wasser brauchen wir. Sonst funktioniert die ganze Geschichte tatsächlich nicht. So, man sieht schon, wie sie hier die Sachen reinbringen. Das Teil können wir eigentlich hier zack wegmachen. Dann sehen wir, wie viel Platz wir haben noch. Ist nicht ideal, das liegt jetzt hier in der freien Luft. Das Gute ist, auf diesem Planeten hat sowieso keine Luft. Also von daher, das ist glaube ich egal, ob man das schon mal zerlegt. Eine Luftschleuse. Machen wir hier hin, dann haben wir nicht weit nach da oben. Wir werden jetzt eh gucken, dass wir das Ganze ein bisschen so machen, dass die Wege nicht allzu weit sind. Würde heißen, wir hätten hier ein Gebirge. Dieses Gebirge ist fast schon zu weit weg. Aber das war hier. Irgendwie außen rum bauen und zwischen ja, der Basis sozusagen und der Mine dann auch die Aufbereitungsanlage haben, wo sie dann eben aus den Erzen Eisen machen. Ja, und ja gut, jetzt machen wir einfach mal. Fehlt irgendwas? Sie haben Wasser, wenn das gebaut wurde. Dann haben wir hier Elektrizität. Es ist eh gerade Nacht. Also das ist eh gut, wenn das fertig ist, müsste es Tag werden. Und Nahrung haben wir hier noch ein bisschen dabei. Wir bräuchten aber trotzdem relativ schnell die Kantine. Weil sie wollen ja trinken. Und trinken können sie nur in diesen einen Gefäßen. Wenn man so will. Ich mach dich mal hier hin. So, das heißt, unser Biodom wird dann irgendwo hier außen rum sein, damit die Wege kurz sind. Die warten noch auf Wasser. Ja, ist noch nicht gebaut worden. Da müssen sie noch ein Momentchen Geduld haben. Weil die Leute müssen möglichst schnell hier rein. Weil immer geht natürlich auch der Sauerstoff aus. Das ist klar. Das sind Raumanzüge. Mhm. Ja, es müsste soweit ungefähr passen. Soll ich schon mal ein Biodom anleiern oder sollen wir schon mal gucken wegen Eisen? Ich denke, so ein Biodom kriegen wir noch hin. So, wie gesagt, hier in der Nähe. Dankeschön. Dann nachher hinten Aufbereitung und hier Mine. Das wäre so ungefähr der Gedanke. Ja, wir haben kein Wasser. Ihr müsstet hier mal den Wasserextraktor bitte schneller bauen. Das ist wichtig. Eigentlich, ja, im Prinzip haben sie alles schon da. Sie müssen es nur hochziehen. Weil das ist tricky. Nicht, dass sie jetzt schon hier anfangen, dann tot umzufallen. Das ist nicht die Idee des Ganzen.
Da Wasser hochziehen. Jawohl, wird gemacht. Dankeschön. Verbindung bauen. Dann kriegen sie Wasser. Dann kriegen wir hier Sauerstoff. Ja, schön diese Wuseln. Gefällt mir schon wieder. Und schöner Planet irgendwie. Ist natürlich jedes Mal wieder ein bisschen was anderes. So von der Landschaft her. Das ist auch relativ gut gemacht, wie ich finde. Biodom wurde gebaut. Ja, da fehlt aber noch die Verbindung. Deswegen kann ich es noch nicht einrichten. Was ist das gleich nochmal? Die Kantine bitte auch schnell hochziehen. Dankeschön. Damit sie Wasser kriegen. Da sind sie schon reingegangen. Also Sauerstoff haben sie. Das passt. Immer kriegen sie Durst. Und deswegen kommen jetzt hier die Wasserteile rein. Sobald ich kann. Das geht auch noch nicht. Wir haben die Verbindung eben auch noch nicht. Mach mal hier Verbindung. Hier auch Verbindung. Weil sonst haben wir hier dann auch keinen Sauerstoff. Im Prinzip ist die Reihenfolge falsch. Ist aber glaube ich kein Drama, hoffe ich mal. So, jetzt kann ich einrichten. Wir hätten hier gerne, zack, zwei solche. Dann hätten wir gerne einen Essensfertiger für den Anfang. Sicher so eine Videowand. Die muss aber irgendwo hin, wo es passt. Das wäre da oben. Und ein Tisch. Zack, das muss reichen, weil wir müssen aufpassen, dass uns hier natürlich der Bioplastik nicht ausgeht. Wir können im Moment noch nicht handeln. Nein, nicht deaktivieren. Den hier. Stärke brauchen wir. Das heißt, einmal den hier. Einmal den hier. Und dann haben wir hier noch schnelle Produktion, hoher Wartungsbedarf. Und hier haben wir was Neutrales, auch schnelle Produktion. Langsame Produktion und niedriger Wartungsbedarf bei Pilzen. Ich würde eher noch Tomaten machen. Gut, das hätten wir auch. Jetzt sollten wir meiner Meinung nach relativ schnell zum Thema Eisen und Bioplastik kommen. Bioplastik stellen wir hier auf Stärke, das ist klar. Kriegen wir jetzt hier, sobald das hier angeleiert ist. Wir haben aber noch keinen Sauerstoff. Wie das? Fehlt was? Ne, es baut auf. Hier wird aufgebaut. Ich wollte gerade sagen, das gibt es noch nicht. Wir haben ja Wasser. Also von daher. Und hier wird gesammelt. Energie. Sehr gut. Ich mache, bevor wir ein Problem kriegen mit der Energie, hier nochmal so ein Teil hin. In die Richtung am besten. Nochmal mit vier Eisen. Verbinden hier auch. Dann nicht alles an einem Strang, so wie wir es jetzt haben. Da müssen wir auch aufpassen, wenn hier Meteoriten einschlagen, werden wir von der ganzen Infrastruktur getrennt. Dann haben wir kein Wasser mehr und, und. Schlurz muss ich noch. Moment, hier. Musste ich heute noch gar nicht machen, weil wir neu angefangen haben. Ja, das ist okay. Dann würde ich sagen, wir gehen mal via Aufbereitungsanlage zur Mine. Wo kriegen wir denn hier die Mine hin? Oh, okay. Hä? Ist das hier gar kein Minendingens? Ach nö. Ist das hier hinten? Hä? Sag mal. Wollen die hier keine Minen? Können wir hier keine Minen hinstellen? Das kann nicht sein. Hier auch nicht. Mache ich da was falsch? Ach so. Ja, ich mache was falsch. Natürlich. Das Ding muss in der Nähe einer... in der Nähe der Basis sein. Das geht schon hier hinten. Also das wäre ganz merkwürdig. Jetzt dachte ich echt, ist das ein Planet, der keine Minen zulässt? Das wäre ja ganz interessant. Und das kann eigentlich nicht sein. Gut, also. Wir gehen in Richtung, wenn ich es habe. Was wollten wir jetzt hier? Genau, die Aufbereitungsanlage, die kommt hier hin. So, und jetzt müsste ich eigentlich auch die Mine dann bauen können. Denkste. Gibt's doch nicht. Gibt's hier hinten dann doch... oh Gott, nicht, dass wir hier keine Mine hinkriegen. Oder ist das immer noch zu weit weg? In der Nähe einer vorhandenen Struktur platzieren. Okay. Steht aber auch am Fuß eines Berges platzieren. Ich glaube, es ist noch zu weit weg. Können wir dahingehend mal testen? Wenn wir hier kurz mit einem Platzhalter arbeiten. Mit einem Grundfeld. So, mache ich normalerweise nicht. Mache ich jetzt aber, damit ich sehe, ob die Mine hier ranpasst. Weil das könnten wir, glaube ich, sogar wieder abreißen. Ja, jetzt geht's. Gut, was könnte man denn hier anstelle der Mine noch machen? Anstelle des Grundfeldes. Das werden wir später prüfen. Weil wenn wir das abreißen, kriegen wir das Eisen wieder zurück. Gut, das würde soweit funktionieren. Jetzt, die Stärke, die wird ja hier produziert. Das heißt, das mit Bioplastik passt auch. Gut, die Frage ist, ob wir nicht schon bald, ein Krankendingens machen, weil wir haben hier oben eine Mine. Und wenn wir hier eine Mine haben, haben wir gleich wieder Knochenbrüche. Ich sehe es kaum. Ein Lager wäre auch nicht schlecht, aber da würde ich jetzt für den Moment auch mal noch nichts machen. Wir müssen relativ schnell eine Kontrolle, eine Wache haben, so ein Ding. Damit wir einstellen können, dass sie nicht mehr rausgehen, wenn Sonneneruptionen kommen. Das wird angekündigt hier unten, glaube ich.
Und die Meteorite, die können wir in dem Sinne nicht beeinflussen. Wir können höchstens gucken, dass wir möglichst schnell so einen Abfangteil haben. Weil das kann gut sein, dass die Teile hier mitten reinschlagen. Und dann ist das natürlich weg dann. Da müssen wir aufpassen. So, das passt. Können sie hochziehen. Der Rob ist am Arbeiten. Bis jetzt leben noch alle. Erstaunlich. Da wird auch getrunken. Man sieht. Das ist halt tatsächlich wichtig. Der Essensfertiger, der ist im Moment noch nicht so wichtig. Weil sie haben hier eigentlich die Nahrungsmittel. Man sieht, er trägt gerade was rein. Haben wir hier noch ein paar. 16 Einheiten. Wird aber natürlich dann wichtig, wenn hier die Nahrungsmittel ausgehen. So, hier können die Biologen bereits arbeiten. Ja, ich kann noch mal ein bisschen schneller stellen. Nicht, weil ich es eilig habe, sondern damit wir wieder agieren können. Oder reagieren können, weil im Moment können wir im Prinzip nur zugucken, was sie hier machen. Ja, man hört schon scheppern. Da schlagen schon die Meteoriten ein. Kann ich noch nichts machen. Müsste erst hier wieder diese Verbindung einstellen. Da kann man eben dann sonst noch nichts einrichten. Ja, wurde gebaut. Aber eben hier, man sieht. So, da kommt der Durchgang. Dann haben wir hier... ja, das Biodom. Hier haben wir das. Das wäre okay. Hier haben wir noch keinen Sauerstoff. Das wird aber kommen. Wir brauchen einmal zack den und einmal zack den. Das reicht zu Beginn. Das heißt, wir sind jetzt theoretisch in der Lage, sowohl Bioplastik herzustellen wie Eisen, weil man sieht, hier, das Eisen geht rapide runter. Das heißt, das war jetzt wirklich wichtig, dass wir das früh genug haben. Mit der Energie müssen wir gucken. Da haben wir nochmal ein Solarmodul. Ich mache das hier mal hoch. Da fehlt nichts mehr. Das können sie bauen. Ja, können wir laufen lassen. Müde sind sie, ich weiß, das ist klar. Nur wir werden jetzt nicht die letzten paar Eisen, die wir haben, würde ich vorschlagen, für eine Schlafdingens, für ein Schlafzimmer, bla, ausgeben. Sondern da warten wir noch ein Momentchen, weil sie schlafen, wie gesagt, auch auf dem Boden. Sie schlafen natürlich nicht gut, das ist auch klar. Nicht, das ist nicht erholsam, sie kriegen dann die Moral nicht hoch sozusagen. Aber das kommt ja dann alles noch. Wir brauchen jetzt nicht Moral, wir brauchen das hier. Überleben erreicht, das ist doch schon mal schön. Ein Tag nach der Landung und deine Leute sind immer noch am Leben. Ja, erstaunlich, ich weiß. Gut, wir müssen aber halt wirklich jetzt aufpassen. Ein kleiner Fehler und auf dem Planeten ist halt Feierabend. Das geht dann tatsächlich ruckzuck. Ja, das stellen wir auf. Da haben wir genug Eisen, da kommt er gerade, der ist müde. Und hier hinten die Mine. Da ist noch keiner am Arbeiten, das wäre dann auch fällig. Hier ist der Ausgang, da haben sie nicht allzu weit. Oh, wisst ihr, was natürlich das Problem ist? Ja, man kommt jetzt von hier da doch nicht so schnell rein, weil man muss hier runter, hier außen rum. Das ist eigentlich ein ziemlich weiter Weg. Ist jetzt nicht ideal gelöst. Da müssen wir gucken, dass wir hier irgendwie nochmal einen Eingang haben. Aber ich würde jetzt hier auch noch nicht einen zweiten Eingang machen. Sondern wir müssen primär auch gucken wegen der Energie eben. Gut, Solarmodul haben wir. Da wird gesammelt. Das heißt für mich, ja, ganz klar. Wir machen nochmal einen Energiekollektor hier hin. Das werden wir bereits dann wahrscheinlich mit den eigenen Eisen machen müssen. Dann, das verbinden wir tatsächlich mal in beide Richtungen. Gut, braucht jeweils wieder ein Eisen, ist mir klar. Hier brauchen wir Eisen, das liegt dort. Das können sie bauen, das können sie auch bauen, sauber. Hier fehlt noch so ein Teil. Das müssen wir noch hochziehen. Und hier, genau, wird gearbeitet. Jetzt kommt der Essensfertiger ins Spiel. Gut. Hier bitte arbeiten, überall arbeiten, hier bitte gucken, dann kriegt er gute Laune. Und es kann ja nicht schaden, wenn sie gute Laune haben. Es ist wie gesagt nicht so massiv wichtig, aber... Ja, es ist wahrscheinlich schon wichtig, weil wenn natürlich die Moral unten ist, dann arbeiten sie einfach nicht wirklich gut. Ja, sie sind alle müde. Müde, müde. Von der langen Reise und jetzt hier gleich ran und arbeiten. Ja, das Teil steht. Haben wir Erze? Nein, weil hier doch einer ist drin und arbeitet. Das dauert natürlich, bis wir jetzt Erze kriegen. Oh, Autarkie erreicht. Du hast jetzt alle Strukturen, die du brauchst, um deine Kolonie zu unterhalten. Ja, da sieht man das Spiel, sieht das ähnlich wie wir. Also das passt bis jetzt. Es fehlen natürlich Kleinigkeiten, wie eben irgendwie, dass sie irgendwo schlafen können vernünftig. Aber sie können sich ernähren. Sie haben Wasser. Sie haben Energie. Sie haben eigentlich alles, was sie brauchen. Ich gucke mal ganz schnell. Nee, das wollte ich gar nicht. Energie. Ja, viel gebunkert. Wasser ist in Ordnung. Sauerstoff ist auch in Ordnung. Gut, dann wünsche ich euch frohes Nächtigen sozusagen auf dem Fußboden dann.
Hab noch ein bisschen Zeit. Wir brauchen erstmal nochmal so einen Energiekollektor. Ja, ja. Ja, passt. Vielleicht könnte man... Ich guck mal, was wir alles noch haben. Das ist am einfachsten. Hier, schlafen. Dann hier die Fabrik. Genau, das ist dann für Ersatzteile etc. Ah, ja, die Krankenstation. Wir bauen eine Krankenstation. Ist halt schon wichtig, weil wenn sie Knochenbrüche haben... Ja, wobei jetzt auf der anderen Seite, doch, wir haben Medikamente. Wir müssen natürlich auch Medikamente noch herstellen. Dafür brauchen wir die Essensfertiger, beziehungsweise... Ja, das Teil, wo wir die Essensfertiger reinstellen. Hier eine Krankenstation. Ist ein T-Gebäude, das sehe ich, glaube ich, soweit richtig. Jawohl. Hier in die Richtung geht's nicht. Dass wir hier andocken, hier in die geht's noch. Sollen wir ein T-Gebäude machen, dass wir das so ein bisschen abgrenzen? Ja, machen wir. Ist auch nicht schlecht. Hier ist der Eingang. Wir müssen da natürlich auch noch bedenken, wo wir die Raumhafen- und Raumlandeteile hinstellen. Ich würde sagen, hier. Das ist gar nicht schlecht. Hier der Eingang. Dann brauchen wir noch eine Wache in der Nähe. Die könnten wir vielleicht hier runterziehen. Das gucke ich gleich mal. Ich baue die natürlich noch nicht. Wo ist denn die Wache gleich nochmal? Robotik. Kontrollzentrum. Nein, doch. Kontrollzentrum ist im Prinzip das Wachding. Ja, das geht. Guck mal, dann haben wir die im Prinzip relativ nah hier. Gut, das mache ich aber natürlich noch nicht jetzt. Was heißt natürlich? Man könnte es machen, damit man hier, wenn Sonneneruptionen kommen oder Meteoriteneinschläge sind, die Leute warnt. Das würde gehen, aber wir haben kein Eisen mehr. Wir müssen jetzt primär gucken, dass wir an Eisen rankommen. Deswegen werde ich das mal priorisieren. In den Kommentaren stand noch, dass jemand das ja auch spielt und so weiter. Und er hat die ganze Zeit nichts priorisiert, dass das gar nichts bringt. Das stimmt so leider nicht. Man kann das natürlich durchspielen, ohne irgendetwas zu priorisieren. Das ist ganz klar. Das geht schon. Aber das hilft schon. Wenn wir hier das priorisieren, werden sie mehr Arbeiter abstellen, die hier Erze scheffeln. Und wir brauchen Erze, sonst kommen wir hier nicht an Eisen ran. Also das geht schon. Aber eben, wenn man will, also man kann alles machen bei dem Spiel. Da gibt es kein richtig oder falsch. So gibt es natürlich schon. Man kann kräftig scheitern. Aber im Endeffekt, was man jetzt in welcher Reihenfolge baut, ist meiner Meinung nach fast wichtiger, als dass man jetzt irgendwas priorisiert oder nicht priorisiert. Ich möchte jetzt halt einfach, dass sie hier arbeiten. Die Arbeiter, die wir haben. Und hier hinten fehlt genau dieses eine Eisen. Das habe ich ja noch gesagt. Wahrscheinlich haben wir da nicht genug Eisen. Hier das gleiche. Krankenstation liegt also auch noch brach. Und handeln können wir noch nicht. Das ist auch klar. Wir haben noch keine Landebahn. Jetzt müssen wir hier erstmal ein bisschen scheffeln machen und tun. Dass wir das so hier auf die Reihe kriegen. Ja, ich glaube, der geht in die Mine. Sehr gut. Dann sind wir zwei. Ja, dann kommen wir an die Erze ran. Ein Erz haben wir. Das könnte er gleich mal mitnehmen. Wenn er jetzt sozusagen nach Hause geht, hätte er auch das noch schnell schnappen können. Aber ich glaube, er holt sich hier wahrscheinlich was zu essen. Sehe ich das richtig? Ja, er holt sich eine Nahrung. Ist auch okay. Er hat hart gearbeitet. Durst hat er auch. Dafür haben wir die Teile hier. Und zwar gleich mal zwei Stück. Gut. Soll ich schneller stellen? Ich frage mich echt gerade. Oder können wir irgendwas noch machen? Nicht, solange wir kein Eisen haben. Und so eine zweite Pumpe bringt auch noch nichts, das ist klar. Erst müssen wir hier wirklich vernünftig an die Eisen kommen. Aha, der Herr Sani, seht ihr? Der hat das Erz geholt. Hier kommt Stärke, das heißt, hier kann gearbeitet werden. Und hier, ich werde jetzt das hier tatsächlich auch priorisieren. Das ist was für die Herren Arbeiter. Schlecht, weil die Minen sind natürlich auch für die Arbeiter. Das heißt, die Arbeiter, die haben jetzt hier überall... Nee, da muss ich das rausnehmen. Das bringt nichts. Wenn jetzt hier Ingenieure zugange gewesen wären, hätten wir das natürlich priorisieren können. Das hätte geheißen, dass die Ingenieure halt primär hier arbeiten. Da hinten kommt wieder so ein Himmelskollege runter. Hilfe. Ja gut, ich stelle schneller, weil solange wir kein Eisen haben, können wir hier in dem Sinne nicht agieren. Ja, es ist halt schade, dass hier ein blödes Eisen fehlt. Aber hilft nichts. Da ist ein Erz drin. Liebe Arbeiter. Oh, da schläft einer. Seht ihr? Ja, das ist halt ohne Schlafstätte. Geht da vielleicht sogar die Moral runter? Ja, nicht massiv. Nee, nee. Wäre es ja noch eine Möglichkeit gewesen, dass er halt, wenn sie auf dem Boden schlafen... Oh doch, seht ihr, die geht runter. Aber ich glaube, die geht immer runter. Die geht auch runter, wenn sie arbeiten. Logischerweise, verständlicherweise. Da sammelt man nicht Moral normalerweise. Oh, macht sich der Robby Sorgen? Echt jetzt? Der schläft nur. Kein Ding, lieber Robby. Passt schon.
Du würdest gerne transportieren und hast nichts. Ja, da kann ich dir im Moment auch nicht helfen. Da liegt auch einer, keine Angst, die sind tatsächlich nicht tot. Die schlafen nur, sonst hätten wir eine Meldung und hier oben eine kleinere Zahl. Jo. So, mach mal hier den. Wie viele Arbeiter haben wir denn? Ich glaube nur zwei Stück. Oh, der Energiespeicher ist niedrig. Ja, man sieht es hier. Jetzt wird es aber wieder Tag, jetzt wird hier wieder gearbeitet. Ja, ich glaube, von der Energie her sieht es im Moment nicht schlecht aus. Schön auch, wie sich die Teile immer halt ausrichten. Dann wieder in Richtung Sonne. Ich kann leider nicht weiter kippen. Also wir können uns die Sonne jetzt nicht ansehen, aber das ist definitiv in Richtung Sonne. Wir haben ja sogar eine Spiegelung drauf. Gut, dann fühlt sich nämlich der wieder und der hier würde sich fühlen, wenn er noch ein Eisen kriegen würde. Das hier hoffentlich dann bald mal gebaut wird. Jetzt sind halt wahrscheinlich beide Arbeiter. Ja, die sind hier drin. Und ich glaube, wir haben nur zwei hier. Nein, was mache ich denn? Den hier wollte ich. Arbeiters. Ingenieure, ja, zwei Arbeiter, ein Biologe. Ja, ich muss hier das Ganze wieder runternehmen. Sobald wir nochmal ein Erz haben, Entschuldigung. Weil sonst wird keiner Eisen herstellen, weil sie wirklich einfach zu 100% mit der Mine beschäftigt sind. Jetzt müsste es eigentlich so sein, dass hier einer rausgeht. Es kommt näher. Dass einer rausgeht und hier reingeht und eben entsprechend hier Metall herstellt, damit wir hier hinten da mal noch an diesen Kollektor rankommen, weil wir sehen, der ist voll. Also gearbeitet wird. Aber der muss sozusagen uns die Nacht generieren. Also der muss die ganze Nacht überhalten und das ist wahrscheinlich eher ein bisschen schwierig. Und die Nacht kommt jetzt schon wieder. Na, wie wär's? Das sieht doch verlockend aus. Der Sani kommt, der bringt gerade nichts. Zumindest nicht dort. Na? Jawohl. Jetzt klappt's. Ist hier noch einer drin? Ne, der macht gerade Feierabend. Aber jetzt kriegen wir ein Metall. Das heißt, wir kriegen hier den Kollektor. Das heißt, wir werden sicher eher die Nacht überleben. Wobei, wenn man sieht, guck mal hier, die Nacht, die läuft jetzt sozusagen durch. Und hier, ja, das reicht schon auch ein Momentchen. Also das täuscht, das ist halt ein großes Teil. Ja, damit werden wir die Nacht, würde ich behaupten, überleben. Sehr gut. Und wenn das Teil steht, dann sowieso. Da müssen wir einfach aufpassen, wegen weiteren Räumen. Dann brauchen wir wieder weitere Energie. Haben wir ein Eisen? Ne, da sind aber 50% stehen geblieben. Mach mal, wir brauchen das hier hinten. Ach, jetzt ist er wieder dran. Okay, war vielleicht kurz weg, um was zu essen. Ja, gleich haben wir's. Dann könnte der Robby das eigentlich transportieren. Das müsste nicht er machen. Oder der Sani steht schon bereit. Ich glaube, dem ist langweilig. Na? Na? Irgendwo müsste... Ne, der Robby macht's. Ist auch okay. Jawohl. Und der bringt das nach da hinten. Ich denke, das hat seine Richtigkeit. Diesmal hier lang. Ach nö, come on. Das... Ja, priorisieren wir das. Sonst wird zuerst die Krankenstation gemacht. Das ist natürlich nicht so clever. Im Prinzip müsste ich jetzt sogar das hier nochmal abreißen. Aber das geht, glaube ich, gar nicht. Nee, dann müssen wir zuerst die Krankenstation abreißen, bevor wir das abreißen können. Damit wir dieses Eisen zurückkriegen. Energiespeicher ist niedrig, ist klar, aber das ist kein Ding, weil die Kollegen drehen sich gerade, die sammeln jetzt wieder. Dann füllt sich das Teil wieder. Gut. Ja, blöd, dass er jetzt das Eisen hier hingebracht hat. Und deswegen eben macht das Priorisieren schon Sinn. Wenn ich das jetzt priorisiere, wird er die nächsten oder das nächste Eisen, das nächste Metall, eben hier hinbringen und dann nicht hier hin, wo wir ja auch noch ein Eisen brauchen. Ist so im Prinzip einfach eine Art Wegeleitung für die Robbys. Was wohin soll, zu welchem Zeitpunkt. Ja, da kommt eh gleich nochmal ein und dann kriegen wir nochmal ein Eisen. Sehr gut, da kommt schon wieder Erz. Oder war es Stärke? Ne, das war ein Erz, was hier reinkam. Jawohl. Und da geht nochmal einer da rein. Sauber. Ja gut, ich würde sagen, den Anfang haben wir geschafft. Und schau mal einer an, es leben noch alle. Also es ist noch keiner gestorben, keiner erstickt, keiner verdurstet. Das ist doch schon mal schön. Und mit der Energie sieht es auch nicht schlecht aus. Ich denke, der Anfang ist soweit geglückt. Jetzt hoffen wir mal, dass das in dem Tempo, beziehungsweise in der Qualität weitergeht. Danke euch fürs Zusehen und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.